Hey Björn, hier ist also dein Patreon-Joker, deine Frage, wie du den Blues-Rhythmus ein bisschen aufpeppen kannst, wenn du Going Down spielst. Und das Erste, was du versuchen kannst, ist, den Jimi Hendrix-Akkord anstatt des Power-Chords E zu spielen. Lieber den hier. Und das ist mit dem Mittelfinger im 7. Bund auf der A-Seite, mit dem Zeigefinger im 6. Bund auf der D-Seite, mit dem Ringfinger im 7. Bund auf der G-Seite und den kleinen Finger musst du dann noch in den 8. Bund auf die H-Seite machen. Und dann hast du diese Töne hier. Das ist ein E7 Kreuz 9, klingt kreuzgefährlich, aber ist nichts Besonderes, ist ein richtig geiler Blues- und Rock-Akkord. Und zusammen mit der tiefen E-Seite klingt es halt cool. Hat Jimi Hendrix öfter verwendet und deshalb nennen wir den auch Jimi Hendrix Akkord. Beziehungsweise nicht, weil er ihn öfter verwendet hat, sondern weil er ihn in die Rockmusik eingeführt hat. Ich meine, den gab es vorher schon im Blues. Feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. Das ist ein Blues-Standard, Black Coffee heißt der, da kommt das zum Beispiel auch vor. Also, das gab es schon lange vorher, aber Jimi Hendrix hat ihn populär gemacht, bei uns Gitarristen. So. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Es hat eine Menge Coolness. Du kannst einfach ein bisschen schrammeln. Das klingt alles irgendwie geil mit ein bisschen Verzerrung drin. Auch der Wechsel zwischen tiefer E-Seite und diesem Jimi Hendrix-Akkord macht sich irgendwie cool. Du kannst viel mit rumexperimentieren. Einfach mal was finden. Und falls du es gemerkt hast, ich habe zwischendurch noch solche Dead Notes, nennt man das, abgedämpften Noten gespielt. Und dieser Wechsel zwischen der tiefen E-Seite, zwischen dem geilen Akkord und diesen Dead Notes, da kannst du dir irgendeinen geilen Rhythmus zusammensuchen. Das wäre eine Variante. Was ich auch oft mache an dieser Stelle ist, ich schiebe einen Ganzton rund, ich schiebe den Powerchord einen Ganzton tiefer und rutsche dann wieder rein ins E. Und das hat so ein cooles Anspielen. So ein Slide halt. Das klappt auf jeden Akkord. Also, man kann auch einen Halbton machen. Ich würde jetzt in dem Fall, weil es so ein Rocktitel ist, den Ganzton bevorzugen. Der Halbton, der ist halt so ganz schmal nur. Und ich finde dieses irgendwie cooler, in dem Fall jetzt. Aber ist alles Geschmackssache. Damit kannst du rumexperimentieren. Und damit hast du diesen Rhythmus, der am Anfang nur war 1, 2, 3, 4 schon enorm aufgepeppt. Was du auch probieren kannst, ist zwischen den einzelnen Akkorden kleine Licks zu spielen. Ich weiß, das ist schwer, da zu wechseln, aber man muss es ja nicht unbedingt schwerer machen. Man kann ja einfach nur ein paar Töne spielen. Also du hast deins. Versuch was zu finden, kleine Phrasen, kleine Ideen, einen Rhythmus, den du einhalten kannst. Irgendwas Simples. Und egal was du machst, das wird schon den ganzen Rhythmus aufpeppen. Zumindest wird es besser klingen als warten, warten, warten. Das habe ich in dem Backing-Track nur gespielt, um Platz zu schaffen, damit jemand mitspielen kann. Und das bist du. Viel Spaß dabei.